Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich Ihnen die Grundlagen von dem Smartboard. Ich bin hier gerade in unserem Raum A22 im ersten OG. Hier steht ein Smartboard der Serie MX. Das ist eine etwas neuere Serie als die Boards, die wir in den anderen Schulungsräumen haben. Wir haben ja noch vier weitere Räume mit Boards. Das heißt, hier unten an der Leiste, wo die Knöpfe sind, sind die Knöpfe ein bisschen anders angeordnet, die sehen aber grundsätzlich an allen Boards gleich aus. Zunächst schalten wir das Board hier auf dem Knopf ganz rechts, Power-Knopf an. Und wenn das so wie jetzt im Standby stand, dann springt es ganz schnell an. Manchmal braucht es ein bisschen länger, wenn jemand das Smartboard am Abend vorher zum Beispiel komplett ausgestellt hat. Das Board springt direkt in die Handy-Ebene, so nenne ich das mal jetzt umgangssprachlich. Die Boards verfügen über ein Android-System, quasi ein großes Smartphone und einen eingebauten Computer. Und wie man zwischen den beiden Ebenen hin und her springt, das soll Inhalt dieses Videos hier jetzt sein. Zunächst haben wir eben, wie gesagt, hier die Handy-Ebene, da komme ich gleich zu. Und wenn wir jetzt auf den integrierten Computer wechseln möchten, um zum Beispiel bestimmte Videos zu zeigen oder einfach Windows 10 zu schulen oder Word und PowerPoint zu haben, dann gehen wir hier unten auf den zweiten von links die Quellenauswahl und können dann hier Computer auswählen. Dann warten wir ein bisschen und dann springt das Board entsprechend in die Computerebene. Wir sehen hier jetzt, dass wir einen ganz normalen Windows 10 Rechner haben mit Microsoft Office Programm drauf und haben jetzt die ganz klassischen Möglichkeiten eines Rechners hier gegeben. Zum Beispiel einen USB-Stick zu nutzen. Den habe ich jetzt hier und ich gehe jetzt einmal rüber auf die andere Seite und stecke den Stick hier links in den Stick. Steckplatz ganz links am Board. Wichtig, ganz links, nicht den daneben, sondern nur den ganz links. Und schon sehen wir, was passiert. Der Stick wird erkannt und wir können die klassischen Sachen machen, die wir sonst auch am Rechner tun. Ich habe hier jetzt mal drei verschiedene Dateien aufgespielt. Ein Word-Dokument, eine PDF und ein Video. Öffnen wir also zunächst mal die Word-Datei. Dazu gehen wir einfach auf die Word-Datei, machen einen Doppelklick, so wie man es mit der Maus auch kennt, und schon öffnet sich das Programm Word und die Datei ist hier gegeben. Wir haben ein ganz normales Office-Programm, ein ganz normales Microsoft Word und ich kann jetzt hier, wenn ich da drauf klicke, dann fliegt die Tastatur rein und ich kann Text löschen, ich kann Text hinzufügen und und. Eignet sich nicht, um dort längere Texte, auch nicht Hausarbeiten oder Aufsätze zu schreiben, aber um das Programm zu schulen oder mal eben Notizen zu machen oder vorbereitete Dokumente zu öffnen, ist das schon ziemlich gut. Als zweites können wir eine PDF öffnen. Dazu auch hier wieder ein Doppelklick und schon öffnet sich die PDF, in diesem Fall im Browser. Wenn auf den Boards ein PDF-Reader installiert ist, dann öffnet sich die PDF in dem Programm entsprechend. Auf manchen Boards ist das, auf anderen noch nicht, kommt dann mit der Zeit. Ja, hier also jetzt auch eine PDF geöffnet. Die kann ich dementsprechend jetzt gerade nicht beschreiben, weil ist ja eine PDF. Eine andere Möglichkeit gibt es noch, ein Video zu öffnen. Ich habe einfach mal eine Datei hier mitgebracht. Auch hier Doppelklick da drauf und schon öffnet sich hier das Videoprogramm. Und ich sehe, das Video wird abgespielt. Ich kann hier Pause machen, ich kann es weiter zeigen, ich kann es 30 Sekunden vordrücken, entsprechend was man so kennt. Ich kann das Ganze hier auch entsprechend vergrößern. Das Schöne an den Boards ist, dass man hier rechts unten laut und leiser schon direkt eingebaut hat. Ich kann also einfach drücken, lauter, leiser. Ja, und kann das Video dann hier oben einfach wieder, wenn ich es nicht mehr brauche, den Vollbildmodus beenden und einfach löschen. Ich kann über diese Rechner eben auch ins Internet gehen. Firefox ist hier vorinstalliert. Ja, und da könnte ich also einfach draufklicken und schon sehe ich, es öffnet sich ein Internetbrowser und kann jetzt hier einfach hingehen und sagen www.vhs-längerich.de, da oben steht es schon, öffne unsere Homepage und bin ganz normal im Internet, kann YouTube und andere Seiten hier aufrufen. All das geht selbstverständlich. Ich kann jetzt auch mit den Stiften, wenn ich irgendetwas markieren möchte, hier direkt entsprechend drauf rumschreiben und sagen, guck mal, das Logo ist besonders toll oder
hier, ich kreise das mal ein entsprechend. All das geht über die Smart Ink Funktion. Das ist dieses kleine Symbol, was hier mitschwingt. Da kann ich auch nochmal die Farben ändern entsprechend. All das geht hier rüber. Ja, dieses kleine Symbol hier, das kann man auch verschieben. Ja, jetzt ist es in der anderen Ecke. So ist das gedacht. Und wenn ich jetzt wieder auf meine Handy-Ebene möchte, dann gehe ich einfach hier auf den Button ganz links, das Häuschen, der Home-Button. Und schon bin ich wieder auf meiner Handy-Ebene. Wenn ich jetzt wieder zurück auf die Computer-Ebene möchte, dann klicke ich entweder auf kürzlich hier auf den Computer oder ich gehe wieder über den zweiten von links die Quellenauswahl, klicke auf Computer und bin dann wieder in meiner entsprechenden Computerebene. Ja. Der USB-Stick wird immer mitgenommen, der wird erkannt, ob der auf dem Handy oder hier gerade entsprechend ist. Ich gehe nochmal zurück zum Home-Button, denn hier sieht man auch unter anderem, wenn ich auf die Quellenauswahl gehe, dass ich hier die verschiedenen HDMI-Plätze auswählen kann. Wenn ich also einen externen Rechner zum Beispiel anschließe, einen Laptop, dann kann ich hier über die HDMI-Eingänge, einer ist hier unten, zwei sind hinter dem Board, hier entsprechend HDMI-Anschlüsse dran setzen. Das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein, um den Unterschied zu zeigen, Computerebene und Handyebene. Wie genau sich die Handyebene noch gestalten lässt, das sehen Sie in einem der nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiedersehen.